Selten war ich um die astronomische Uhrzeit der Ofen schon so auf Betriebstemperatur war. So, wir haben es jetzt 2 Uhr 41. Was soll hier wäre? Steinigt. Warum? So ein Spinner! Andi, wie fühlst du dich? Noch gut. Noch gut. Also ihr seht, hier oben ist noch wirklich tiefster Winter. Alle, sagst du? Nichts mehr ein. Kann man auch mal machen, rückwärts der Berg, nur eine neue Challenge. Ab und zu muss man sich neuen Herausforderungen stellen, dass der Ofen ausgeht. Also es geht nicht mehr so zügig nach oben wie normal. 22.11 Uhr. Es beginnt wieder ein Wahnsinn der Superlative. Wir brechen jetzt auf zum Schliersee. 3,5 Stunden Fahrt. Wir haben es 2 Uhr. Ich bin angekommen beim Andi. Und der hat Bock. Richtig Bock. Nach 2 Stunden Schlaf. Ich hab gar nicht pennt, was ich immer schrumm, so als gewillt. Ich bin 5 Jahre älter. Wie alt? 5 Jahre älter. Jo, mein Gott. Brauch meinen Schönheitsschlaf, sieht man ja. Musik läuft auch schon. So, wir haben es jetzt 2 Uhr 41. Wir starten bei 881 Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben heute so eine Sonnenaufgangswanderung vor. Wir sind jetzt 5 Gleichgesinnte. Ich sag mal so, 90% verstehen nicht, was wir machen, aber wir verstehen es. Nee, einfach mal machen, nicht lange nachdenken. Premium-Bettigkeit. 1 A-Premium. Wie nochmal? 1 A-Premium. Hat schon was, um die Uhrzeit zu laufen. Ja. Das war ja dann nicht mehr. Sie liegt im Bett und freut sich. Und denkt sich, endlich ist mein Freund mal weg. Keiner, der schnarrt. Jetzt willst du selber schnarren. Die Stimmung war ab der ersten Sekunde einfach nur mega, mega geil. Aber wir mussten von Sekunde 1 online sein, denn wir hatten nur unsere Taschenlampen und mancher Weg war einzigartig. Es fühlt sich einfach nur mega an, hochzulaufen. Scheißegal, was andere von einem denken. Macht das, auf was ihr Bock habt. Selten war ich um die astronomische Uhrzeit der Ofen schon so auf Betriebstemperatur. Wahnsinn. Mal eine kurze Verschnaufspause. Sind mittlerweile auch eine Weile jetzt unterwegs. Stunde 27 haben wir jetzt auf dem Tacho. 5 Kilometer. Und 675 Höhenmeter. Wir haben es exakt 4.18 Uhr. Kann man mal machen am Samstagmorgen. Andi, wie fühlst du dich? Noch gut. Noch gut? Ja. Ich behaupte jetzt einfach mal, es geht ca. 10% nach oben. Da oben ist der Bergführer. Ah genau, er blendet ja voll in die Fresse. Hallo. Es geht schön steil nach oben. Du, alles gut? Vergiss mal, dass ihr Himbeeren habt. So langsam wurde es wieder Tag und wir konnten zum ersten Mal das Rheinsjoch erkennen. Wir machten die letzten Schritte Richtung Gipfel. Für mich ein beeindruckendes Erlebnis, zum ersten Mal in meinem Leben morgens um 5 Uhr auf dem Gipfel zu stehen. Wir haben 5 Uhr 4 jetzt. Dann waren wir eine Stunde 53 unterwegs mit knapp 5,5 Kilometer. Sind jetzt auf 1715 Meter, knapp 800 Höhenmeter. Sieht man es, wie man es in Bayerisch sagt? Ich spreche das genau richtig aus.
Was soll hier wäre? Gesteinigt. Warum? Weil du Scheiße redst. Das ist Einsichtssache. Also ihr seht, hier oben ist noch wirklich tiefster Winter. Alle, sagst du? Nichts mehr ein. Ich sag, guck mal, wie du da sitzt, auch wie im tiefsten Winter. Und Larissa genauso. Und Lou friert genauso. Hey, du siehst aus wie so ein alter Opa. Dafür bin ich nach wie vor der Einzige, den es nicht friert. Ja, mir friert es mich. Ja, du zitt. Friert's mich! Uff, guck mal, Kamera wackelt nichts. Astrein Premium. Alles bestens. Wir haben es kurz vor 7 Uhr und wir laufen jetzt wieder ins Tal runter. Wir waren knapp 2 Stunden auf dem Dreinsjoch. Ich werde definitiv nächstes Jahr nochmal so eine Sonnenaufgangstour in Angriff nehmen. Aber an diesem Tag sollte ich noch was versuchen, mit dem wahrscheinlich kaum einer rechnen wird. Da vorne laufen die Rennmaschinen, die rennen den Berg förmlich runter. Und ich mach ganz gemütlich. Aber das ist... Die wollen zur Alm gehen. Ja, die wollen zur Alm. Wir treffen uns bei der Alm. Ciao, ciao. Der Zug bewegt sich wieder. Wir waren hier der Mariana-Alm. Und jetzt geht's wieder nach oben, der Zug, der Fußbus da oben läuft schon wieder. Eine starke Stunde. Dann sind wir am Auto. Jetzt laufen wir das letzte Teilstück zurück, wie wir heute Morgen im Dunkeln hochgelaufen sind. Und wie ihr sehen könnt, hier geht es schön steil nach unten. Also es war nicht ganz ungefährlich. Also wenn du einen falschen Schritt machst, kannst du halt auch mal nach unten scheppern. Wegen was? Das Lift doch. Ja, mit falschem Lift. Kann man auch mal machen. Rückwärts der Berg ist eine neue Challenge. Ab und zu muss man sich neuen Herausforderungen stellen. Das ist jetzt wieder ein Video für Tobis Leben, wie es heißt, oder? Ja. Warum? Neuer Channel. Haltet es euch nein. Tobis Lebensweisheiten. So langsam neigte sich die Sonnenaufgangstour dem Ende entgegen. Doch für mich stand fest, es war noch nicht Feierabend. Ich wollte noch einen zweiten Gipfel angreifen. Für mich geht es jetzt gleich noch weiter. Ich habe noch Bock ein bisschen zu laufen. So ein Seeberg. Auch nochmal reine Laufzeit plus minus 2 Stunden hoch, 2 runter. Dann kommen wir heute gemütlich auf 8 Stunden Gehzeit. Kann man mal am Samstag machen. Hier aussetzen lassen vom Andi und vom Mike. Ich mache jetzt noch eine gemütliche Wanderung. Tour 2, ich habe noch ein bisschen Bock. Wir haben es jetzt exakt 10.52 Uhr. Hier möchte ich hoch, noch auf den Seeberg, auf 1538 Meter. Knapp 2,25 Stunden. Der Weg macht Laune. Ich habe gerade auch mit der Kati korrespondiert per Telefon. Die laufen gerade auch den Berg hoch. Ich laufe jetzt gemütlich mal in Tempo und vielleicht hole ich sie noch ein. Und spätestens am Gipfel trifft man sich. Aber ich laufe ganz gemütlich mein Tempo nach oben, Schritt für Schritt. Hier geht's hoch, einmal drehen und dann weiter. Viele Grüße aus dem Fußbus-Cockpit. Muss mal ordentlich nachgetankt werden. Grüße gehen raus an dich, Johann. Wie war dein Spruch? Es muss nicht schmecken, sondern wirken. So, von da unten. Da kann man ganz leicht durch und da ist der Parkplatz. Bin ich jetzt alle schon hier durch den Wald alles hochgelaufen. Dann hier weiter, immer weiter hoch. Da geht es immer weiter nach oben. Die Aussicht ist aber traumhaft. Aus dem Schatten raus. Wir sind jetzt auf knapp 1200 Meter Höhe. Der Ofen läuft, die Sonne knallt. Aber Schritt für Schritt kommen wir nach oben. Ganz wichtig, Wasser auffüllen, denn ohne Wasser läuft der Motor nicht. Wie beim Auto, wenn es Öl fällt. 1450 Meter, wieder 600 Höhenmeter gemacht. Jetzt bin ich ungefähr 1500 Höhenmeter. Aber jetzt merke ich langsam,
dass der Ofen ausgeht. Also es geht nicht mehr so zügig nach oben wie normal. Ich habe dann auf den letzten Metern, wo ich dann die anderen drei getroffen habe, nicht mehr so viel gefilmt, weil der Ofen war einfach schlichtweg aus. Genau anderthalb Stunden sind wir auf dem Gipfel angekommen. Einfach nur Wahnsinn. Herrlich, der zweite für heute, aber auch für mich definitiv der letzte. Wieder vom Seebergkopf. Es geht wieder nach unten. Boah, ist eine gute Frage, aber das wäre noch eine Option, was ich heute Abend noch einbauen würde. Ich auch. Ich habe extra ein Bikini eingepackt. Ich habe auch noch eine Badehose heute mit. Schau. Wie fandst du die Tour bisher? Super. Richtig, richtig schön. Wetter macht halt auch. Wetter macht ihn aus und die Aussicht ist so schön. Die zweite Tagestour neigte sich langsam auch dem Ende entgegen. Wir haben dann den Tag noch im Schliersee ausklingen lassen. Vielen, vielen Dank an euch alle, die dabei waren und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald auf irgendeiner anderen Wanderung wieder. Warum machen wir eigentlich immer so eine Scheiße? Ein Spinner! Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao!